Jo Freunde, was geht? Hier ist Khalid und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 17 The Journey. Ja, Freunde. Wir haben ja Trainingsvorbereitung hatten wir ja schon längst durch. Wir hatten ja jetzt den ersten Spieltag hinter uns. Und wir haben ja knapp mit 2 zu 1 gewonnen. Leider habe ich nicht das Tor geschafft, aber dafür der Kevin De Bruyne. Und ja, Freunde, ich hoffe jetzt, dass das beim nächsten Spiel jetzt klappt. Dass wir endlich mal weiter in den Fokus reinraten können. Und ja, Freunde, ich will mal wieder nicht so viel drum rum labern. Ich sehe jetzt gerade die Tabelle. Ich habe gar nicht gesehen, wie wir sind. Und wir sind Fünfter. Okay, hat jetzt nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wir schauen noch mal mit nach Spieltag 5 oder 6 wieder in die Tabelle. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal direkt weiter an. Und zwar in London. Und zwar mit dem Training, okay. Passen. Wird jetzt gelernt, trainiert. Ja. Was haben wir hier? Gentlemen, wie wär's heute mit einer Runde Intensivtraining? Schön, dann legen wir los. So, weiter. Heutige Trainingseinheit, Trainer, Torvorlagen, Steilpässe, okay. So, Torvorlagen, also zwischen die Hütchen. Spiele einen Steilpass zu deinem freien Mitspieler. Zu deinem freien Mitspieler für erzielte Tore und abgeschlossene Pässe gibt es Punkte. So, Zielen, Spieler bewegen, Dreieck, Steilpass. R1 plus Dreieck, Steilpass, Schuss. Okay. Ja gut. Boah, der war gut. Schade. Mann! Ah, oh, scheiße, falsche Richtung. Egal. Exzellent. Oh, 12.000 Punkte. Habe ich gar nicht jetzt geguckt. Oben rechts. Ja gut, ne? Steilpässe. Spiele Steilpässe durch die Tore und zu deinen Mitspielern. Dreieck Steilpass R1 plus Dreieck. Präziser Steilpass. Ja. Dreieck. Und R1. Präziser Steil. Achso, plus präziser Steil. Okay. Ah, Mann, blöde Mauer da. Der war nicht gut. Oh, lauf, 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 lauf. Ah, fuck. Zu spät. Aber trotzdem gut gemacht. Jawohl. So, was haben wir hier? Balance haben wir verbessert. Haben wir verbessert, ne? Triebleitung ist auf Plus. Okay. Hat sich einiges verbessert. Sehr gut.
mal weiter. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir Nachschub bekommen? Mr. Alexander, mach was aus deiner Spielzeit. Entschuldige. Solange Mr. Alexander Joker bleibt, bin ich hier einverstanden. Aber für einen Startplatz ist der noch nicht reif. Ja, das werden wir ja sehen. Wird Mr. Alexander heute im Aufgebot sein? Kein Schimmer, aber ich mag den Jungen. Lol. So, jetzt geht's gegen Stoke City weiter. Also in Stoke. Hoffen wir mal, dass wir spielen oder eingesetzt werden, um ein Tor zu schießen. Oder wenigstens eine Vorlage. So, sind wir drin? Ne, sind wir nicht, ne? Ne, schade. Schade, schade, schade. Nolito. Noch etwas älter, ne? So. Starten wir mal. Leider sind wir nicht dabei, aber egal. Sowieso wieder jemand. Halbe Stunde mehr in dieser Partie. Jetzt kommt Alex Hunter. Und das könnte hier nochmal richtig eng werden für City. Und klar, Hunter soll hier nochmal offensive Akzente setzen. Wird aber auch nach hinten arbeiten. Ja, werden wir versuchen, ne? Okay, wir werden eingewechselt. Für Gündogan. Also spielen wir zentral im Mittelfeld. Nolito, Alex Hunter. De Bruyne jetzt am Ball. Manchester City will wechseln. Wie hast du das erste Premier League Spiel von Alex Hunter gesehen, Buschi? Ein solider. Ja, mal spielen im Abseits, spiel doch. Dass er viel mehr kann, das steht außer Frage. Und jetzt. Wir sind in Führung, aber leider weiß ich nicht, welche Aufstellung wir spielen. Zotamendi. Spiel einfach den Ball, Mann. Spiel den Ball! Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Alex Hunter. Klischee. Guter Ball nach draußen. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Shawcross. Cameron. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Sie verlieren den Ball. Das sah eigentlich gut aus, aber dann war es vielleicht doch der eine Pass zu viel. De Bruyne am Ball. Sehr guter Einsatz. De Bruyne. Er bekommt die Unterstützung. Den Ball bringt De Bruyne rein. Kein Problem. Weißt du, ich spiele mich die ganze Zeit frei und er spielt gar nicht. Sauber vom Ball getrennt hier. Scheiße, Mann. Es ist schon beeindruckend, wie sehr die Fans hier hinter ihrer Mannschaft stehen. Und Scheiße, das war meiner. Scheiße. Das spürt. Das gibt noch mal. Du musst ihn kriegen. Da kommt der Schuss. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. So, rennen. Walker. Oh, schnell in die Mitte. Jetzt spiel doch! Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe.
Und jetzt die Chance. Nein! Den nein! Vom Tor. Nein! Der wird drin, Mann! Ey, ich hätte fast die Pflichten erfüllt. Na klar, Wolf, dass du irgendwann ans Nachdenken kommst. Das ist nicht scheiße. Spiel, wissen wir. Ich stelle lieber die Außen. Nolito. Jetzt müssen sie das Ding hier über die Zeit bringen. Es sind nur noch 5 Minuten. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ey, kann man nicht sagen, dass so schlecht auf Flanke war, Mann. Ach du Scheiße. Wollscheid. Cameron. Imbula. Diouf. Das macht er gut. Ball bei David Silva. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt David Silva. War scheiße Ball, der Ball, ey. Den spielt er gut. Und jetzt komm die schon. Chance. Hans ja, Mann! Ja! Und noch eins. Sie sind hier klar besser. Wir haben das Tor geschafft. Jawohl. Sie legen hier noch eins nach. Bis zum Ende spielen sie nach vorne und dann treffen sie. Kurz vor Schluss nochmal. Yes, baby. Es ist gut gemacht. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Es ist gut gemacht. Manchester City gewinnt dieses Spiel. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser. Ja, Walker. Beeindruckende Boss ist viel besser. Fahr deinen Folger, gewinn das Spiel, haben wir auch gemacht. Ja. Kann man höchst zufrieden sein, ne? Den spielt er gut. Und jetzt die Chance. Hunter! Sogar von Walker die Vorlage, das ist sehr geil. Das ist gut. Gut. Oh, Manu hat unentschieden gespielt. Leicester hat gegen Arsenal gewonnen. Tottenham hat 4-1 gewonnen. Ja, natürlich gewonnen, ne? Ist ja klar. Chelsea hat verloren in London. Gegen West Ham United, auch London-Duell. Achso, von letzter Woche, okay. Was haben wir hier? Ja, genau, das ist als letzte Woche. Okay. Können wir direkt nächstes Spiel machen? Okay. So, ordentlich Einnahmen hier rausgeholt. Das ist gut. Gehen wir mal weiter. So, wieder London, ne? Jetzt ist es, glaube ich. Es läuft gut, Dad. Es gab ein paar Einwechslungen mehr, als ich dachte. Meinst du kannst kommen und zusehen? Weißt du eigentlich, was so ein Flug nach England kostet, Alex? Ja, aber weißt du, ich verdiene doch ganz gut. Nicht überragend, aber vielleicht kann ich dir aushelfen. Hey, Alex, hier ist gerade Hektik. Ich muss los. Lass dir das alles nicht zu Kopf steigen. Das kann schneller vorbei sein, als du denkst. Dad, warte. Mach's gut. Anmachen. Los, anmachen. Leute, was soll denn das jetzt werden? Und mit einem solchen Weltklasse-Mann im Team werden wir uns gegenüber der letzten Saison deutlich verbessern. Ein neues Team, wie fühlen Sie sich? Sí, creo que es una oportunidad nueva en mi vida. Ojalá que las cosas me salgan bien. Estoy preparado. Jetzt weiß ich es. Er hat heute Morgen unterschrieben. Noch ein Stürmer? Er soll im nächsten Spiel der Stürmer überhaupt sein. Wer sagt das? Und woher wollen Sie das wissen? Ich habe unterwegs ein paar Leute angerufen. Nicht falsch verstehen, sind bestimmt nur blöde Gerüchte. Los, spucken Sie es aus, Michael. Sieht aus, als soll Gareth an seinem Rücken spielen. Was? Er passt besser ins Konzept, sagen sie.
entsprechende Talente wie Gareth Walker geholt zu haben. Von daher sind wir mit dem jetzigen Team glücklich, aber man soll ja nie, nie sagen. Also anscheinend sind wir hintergangen worden. Manchester City holt Aldi Maria. Das wird die Entwicklung meiner Klienten, Mr. Alexander und Will Guess Walker, weiter beschleunigen. Super, dass wir Angel Di Maria und tolle Youngster wie Mr. Alexander und Will Guess Walker haben. Das wird eine klasse Saison. Ja. Was soll man dazu sagen? Was gibt's denn noch da? Da ist der Mr. Alexander, Bienvenue. Angel Di Maria. Er ist Spanier, kein Franzose, aber egal. Argentinier, klar war ich da. Deine Anwesenheit erleichtert mir die Arbeit. Ja, wow, merci. Hoffentlich hat Mr. Alexander nicht die Knieprobleme von seinem Dad geändert. Sah gut aus nach seiner Wechselung beim 2-0-Sieg. Ja. Machen wir mal weiter, ne?